Hallo liebe Zockerfreunde und willkommen zurück zu Monster Hunter Generations Ultimate. Ich habe mich in der Zwischenzeit nochmal über zwei Dinge schlau gemacht. Und zwar, woher ich den Körperdorn bekomme. Den bekomme ich von einem Gammot, indem ich ihn den Rüssel verletze oder fange. Das heißt, das werde ich nochmal angehen müssen. Und ich habe ja in der letzten Folge den Gor Magala, hieß er glaube ich, besiegt und habe mich gewundert, was ich dafür einen Debuff bekomme. Das ist wahr eine einzigartige Mechanik dieses Monsters. Und zwar pflanzt er mir ein Virus ein. Den kann ich halt durch seine Attacken bekommen oder wenn ich in die Kreise auf dem Boden latsche oder sonst was. Und wenn der Virus fortschreitet und mich komplett einnimmt, wird mein Gesundheitsbalken irgendwann rot und ich kann mich nicht mehr heilen. Oder aber, wenn ich es schaffe, den Virus wieder loszuwerden, werde ich sogar kurzzeitig gebufft mit mehr Affinität, so wie ich das gesehen habe. Ach ja, und der Virus verlangsamt auch noch und solche Sachen. Das habe ich aber gar nicht so gemerkt. So, jetzt brauche ich eigentlich nochmal einen Gammot. Hier ist der Gammot. Okay, erjage einen Gammot. Da werde ich mich dann um den Rüssel kümmern und versuchen, das Vieh zu fangen. Und hoffe, dass ich diesen Körperdorn bekomme. Oh Mann, das war dieses Riesenviech, glaube ich. Das wird bestimmt ein bisschen stressig werden, wobei ja meine Ausrüstung mittlerweile sich auch ein bisschen verbessert hat. Ach, der hat ja gerade schon auf Max geblinkt, der Balken. Da muss ich ja gar nichts mehr essen. Okay, dann gehen wir mal wieder auf Gammot-Jagd. Ein Körperdorn. Was auch immer ein Körperdorn ist und warum man ihn erhält, wenn man dem Monster den Rüssel abschlägt, keine Ahnung. Es war zumindest das, was ich so gelesen habe. Einer sagte auch, man soll ihm die Hörner abschlagen, beziehungsweise er hat es mehrmals probiert und es aber nie bekommen. Und dann sagte einer, es ist aber auch der Rüssel. Und dann hat es noch mit dem Rüssel probiert und es mit Rüssel und Hörnern probiert und dann hat er es direkt bekommen. Also vermutlich liegt es doch irgendwie eher am Rüssel. Die Wahrscheinlichkeiten sind glaube ich so bei 20%, also man bekommt es auch nicht jedes Mal. Ich werde mich darauf fokussieren, ihm den Rüssel abzuschlagen und ihn dann letztendlich zu fangen. Ich hoffe, das klappt irgendwie. Hallo, mein Freund. Ich kann mich gar nicht mehr so recht erinnern, ob er den Rüssel die ganze Zeit so fallen lässt oder hängen lässt. Ich vermute fast nicht, oder? Oder ich könnte es natürlich auch mit der Anspringtaktik probieren. Anspringen ist natürlich sehr dankbar bei dem Viech, weil es so groß ist. Da liegt er schon zum ersten Mal. Oh, sehr schön. Oh, ich glaube, ich habe den Rüssel doch schon gut zugesetzt. Da kommt man auf jeden Fall angenehm dran.
Oh Mann. Hol mich mal hier raus, Kollege. Ich meinte eigentlich einen von meinen Kollegen. Na. Oha, wir haben uns gegenseitig erwischt. Auch nett. Oh nein, das ist natürlich gar nicht mal so nett. Boah, was hat das denn für eine Reichweite? Jungs, wie wär's denn mit einer Heilung? Boah, jetzt treffe ich ihn hier nicht beim Anspringen. So, geht doch. Ach, dann heile ich mich halt selber. Ja, jetzt heilt ihr mich oder was? Wollt ihr mich veräppeln? Und da liegt er schon wieder. Hä, was? Jetzt komme ich nicht dran an seinen Rüssel, weil er hier sonst wo rumliegt. Okay, das eine Horn ist ab, aber ich wollte eigentlich den Rüssel. Ja, gibt's mir. Warum stehst du die ganze Zeit hier an der Kante, mein Freund? Okay, ich muss mich wieder schärfen. Hör mal auf. Ja. Oh, danke, danke. Okay, er möchte weg anscheinend. Nur noch so ein roter Buff wäre cool, dann wäre er dreifach. Es geht doch. Anspringen ist ja wirklich super easy bei dem. Und noch eine Falle, ja, die können wir natürlich auch noch mitnehmen. Kommst du hierher? Er ist drin. Oh nein, und ich erwische ihn nicht richtig. Hör doch mal auf dich hier. Ah, ich glaube, ja, er ist kaputt. Er hat zumindest Risse. Na gut, dann jetzt schwächen und fangen.
Ah, komm, das wäre so genial, wenn es klappen würde. Nein, ich habe die erste Falle schon verschwendet. Jetzt kann ich keine neue Falle legen, solange die da liegt, oder was? Warum kann ich keine Falle legen? Würde sich eventuell der Fallenleger dazu hinablassen, von euch noch eine Falle zu legen? Ist die jetzt, kann ich jetzt wirklich keine neue legen, weil da hinten eine liegt? Tja, ich würde sagen, das war dann wieder mal, weil ich es zu eilig hatte, habe ich es mir jetzt wieder selber so ein bisschen verbaut. Aber ich kann die Falle da hinten. Ach, komm schon. Ach nee, das ist doch jetzt auch Kacke. Kann man mich bitte mal hier rausholen? Danke. Ah, doch, ich kann sie auch wieder einpacken. Wie cool ist das denn? Oder zumindest auslösen oder sonst was. Ah ne, war ja richtig hier. Ach, er hat sich hier hingelegt zum Schlafen. Aber gut, ich habe ihn ja eigentlich schon nach dem Humpeln auch noch gut behakelt. Von daher gehe ich nicht davon aus, dass er so viel Energie wieder hergestellt hat, dass ich ihn jetzt nicht wieder fangen kann. Ja, Hauptziel erfüllt. Ist schon ein gigantisches Viech hier, der Gamot. Und hier gibt's gar nichts zum Einsammeln. Na gut, das war eh nicht mehr so viel Zeit zum Einsammeln. Und er friert auch schon wieder. Habe ich überhaupt mir den Hitzetrank reingeschmissen? Doch, habe ich gemacht. Aber ich habe wahrscheinlich nicht mitgekriegt, als er abgelaufen ist und habe mir nichts hinterhergeschmissen. So, Pelz, Panzer, Schneeklumpen, Fell, Juwel, Jumbo-Knochen, Panzer, der Körperdorn, nice. Zwei Stück sogar direkt. Man muss ja auch ab und zu mal Glück haben, ne? Muss mal, ich muss mal mit den Amuletten angucken, ob ich mal dieses Sammelamulett gegen irgendwas anderes austausche. Ob mir das eventuell noch irgendwas bringen kann. Naja, schaue ich mir später mal an. Dann gehen wir doch mal die Aufgabe abgeben und schauen, was wir als Belohnung bekommen. Ja, bitte. Die Hushu für deine Lieferung erhältst du vom anfragenden Dörfler. Hushu heißt Belohnung. Dann gehen wir doch mal schauen, was wir für eine Hushu bekommen.
Jäger, hör dir das an. Nach unserem Gespräch über die Neuschaffung der Heldenklinge habe ich meinen Meister besucht. Und wie ich richtig vermutet habe, ist sein Gedächtnis so gut wie sein handwerkliches Geschick. Vor Jahren hörte er von einem geeigneten Material, das sich hier im Schneegebirge finden lässt. Erstaunlich. Ich denke, ich könnte es selbst beschaffen. Komm in ein, zwei Tagen wieder, dann reden wir. Machen wir... Hey Jäger, ich muss mich wirklich dafür bedanken, dass du die Sachen für die Dachreparatur herangeschafft hast. Der Tischler hat gesagt, du hättest echt Top-Qualität abgeliefert. Ich liefere immer Top-Qualität ab, Mädel. Um dir zu danken, habe ich mit dem Schmied und den Kameradenausrüster etwas für dich entworfen. Besonders empfehle ich dir die Kameradenrüstung. Die passt auch perfekt zu meinem Outfit. Na dann, ich kümmere mich um das Dach. Deins zuerst, dann kommen die anderen. Zuerst der Markt, dann der Schmied und schließlich das Haus vom Chef. Das wäre es dann wohl. Vermutlich sollte ich den Schnee einfach lassen, wo er ist. Ach egal. Wer lernen will, muss fühlen. Oder so. Gut, dann bin ich mal gespannt, ob sich hier dachlich was verändert. Ich vermute es fast nicht. Machen wir einfach die nächste Quest. Hartes Terrain. Erjage ein Zinogre. Ich habe mir im Jura-Grenzlad die Pfoten abtrainiert, als ich, einem Zinogre auf den Schwanz getreten bin, sozusagen. Echt blöd von mir und alleine werde ich mit dem nicht fertig. Den Zinogre rückend verletzen. Okay. Ich schau mal, ob ich ihn umwerfen kann und dann an seinen Rücken komme. Ist jetzt eigentlich meine Ausdauerleiste immer direkt auf Max? Ja, ne? Sieht so aus. Gibt es hier zufällig einen Luftballon, dem ich winken kann? Nein. Los, Zinogre, wo bist du? Okay, die Viecher hier wundern mich gerade etwas. Normalerweise laufen doch hier immer die Dino-ähnlichen Viecher rum. Aber vielleicht laufen die nur bei Tag rum und diese komischen Vogelfiecher bei Nacht. Genau, die meinte ich. Aber offensichtlich können die auch bei Nacht rumlaufen. Der Zinogre. Ich meine, der hätte auch was Elektrobritzelmäßiges, oder? Aber ich weiß es gar nicht mehr so genau. Was ist los mit ihm? Will er gar nicht brüllen, oder was? Oh Mann! Er macht komische Sachen. Und da liegt er auch schon.
So, Rücken. Ach, er liegt ja sogar direkt mit dem Rücken vor mir. Ach, das war's schon. Wie geil. Wie schnell ging das denn? Ein paar Mal draufgesprungen auf den Rücken, jetzt einmal umgeworfen und sein Rücken ist schon hinüber. Ob ihn das wohl eine seiner Fähigkeiten genommen hat? So, auch einmal vor dem Dad. Und dreifach Buff. Boah, was weiß ich noch, wie ich am Anfang mit diesen scheiß Buffs gekämpft habe, um das einigermaßen, oder wenn überhaupt, mal irgendwie koordiniert zu bekommen. Und mittlerweile läuft es eigentlich doch relativ fluffig, aber es kann natürlich auch ein bisschen, ja gut, einerseits liegt es natürlich daran, dass ich am Anfang nicht so richtig gerafft habe, wie ich überhaupt am besten mit dem Kinsekt umgehe. Aber andererseits sind die Monster jetzt auch größer. Da ist das Zielen auch nicht mehr so das Riesenproblem. Oh. Er hat mich elektrisiert. Das heißt, ich werde jetzt schneller, ja nicht ohnmächtig, sondern betäubt, wenn er mich hart trifft, glaube ich. Junge, was stimmt denn mit dir schon wieder nicht? Ja, da war ich auch schon betäubt, aber er hat mich selber wieder rausgeholt. Vielen Dank, mein Freund. Das nenne ich echt kameradschaftlich von dir. Ey, ich bin schon wieder betäubt. Oh nein. Jetzt bin ich durch die Animation in den Ladescreen gelangt und der hat natürlich den Effekt abgebrochen. So, jetzt wäre es nett, wenn du mir mal die Gelegenheit gibst, wieder einen anderen Buff zu bekommen. Danke. Oh. Also das ist ja echt die größte Errungenschaft von Monster Hunter World, ne? Ein zusammenhängendes Gebiet ohne Gebietwechsel. Wo war denn bei dir gelb? Vorne an der Brust? Boah. Ja. Danke. Oh. Scheiß auf den Triple Buff, beziehungsweise ich kann ja auch mein Dingens da einsetzen. Ey Junge, muss das sein? Oh, habe ich ihm was abgeschlagen? Okay, mein roter Buff ist weg. Ich bin auch wieder im nächsten Gebiet. Kann ich das wenigstens mal nutzen, um meine Waffe hier zu schärfen? Ich wusste auch, da liegt auch noch ein Shiny Drop. Aber ich glaube, den Dreifach-Buff verwahre ich mir jetzt auf, bis immer wieder auch mal wieder das Gebiet wechselt. Das kann jetzt eigentlich nicht mehr so lange dauern. Okay, jetzt habe ich einen gelben bekommen. Boah, wo ist denn weiß? Nur hinten, oder was? Dann gehe ich nochmal die beiden Shiny Drops hier einsammeln. Ein Geheimbeutel.
Und eine Wyvern-Träne. Ach komm, scheiß auf Honig. Ich hätte nicht gedacht, dass ich das mal sagen würde, aber scheiß auf Honig. Ach Mann, nein, halt still. Naja, gut. Da jetzt die anderen beiden Buffs eh ausgelaufen sind, hole ich mir den Triple Buff so. Da liegt die Falle. Wo? Ach, da. Ach Gott, er macht hier wieder Hokuspokus. Komm her. Komm her, Jungchen. Danke. Das kann ich auch. Hier mal den Hokuspokus-Zauber und so. Oh, ich bin betäubt. So, rot und weiß soll mir eigentlich reichen. Wow. War das so beabsichtigt von ihm? Wollte er mich damit zermalmen, oder was? Jo. Er reißt nochmal eben den Baum da ein. Zwei schöne Luftlöcher geschlagen. Oh, es könnte nochmal einen Dreifach-Buff geben, wenn das Kinsikt schnell genug zurückkommt. Danke. Das war's schon. Aber auch das mal wieder ein sehr, sehr cooles Biest. Und es ist unfassbar, wie lange es in diesem Spiel gedauert hat, bis diese coolen Biester mal auftauchen. Ah, ich benutze meine goldenen Schmetterlingsnetze. Quest erfüllt. Die sehen schon richtig schick aus, ne? Hier die großen Biester. Die sind ja fast zu schade, um sie zu vermöbeln. Ein Zinogre.
Es möchte jemand mit mir sprechen. Jäger, 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 so hör mich doch an. Dein armer Held steckt in Schwierigkeiten. Mein armer Held? Na, du weißt doch noch, dass ich dieses weltberühmte Meisterbräu erfunden habe, oder? Nun, ich muss mehr Zutaten bestellen, um die unglaubliche Nachfrage nach dem Getränk zu erfüllen. Aber ein Zinnogger hat die Straße blockiert. Die Karawane kommt jetzt nicht ins Dorf. Es ist ein Albtraum. Unter diesen Umständen kann ich den Schleuderpreis von 200 Zenny niemals halten. Und was noch schlimmer ist, ich habe fast mein ganzes Vermögen in diese Lieferung investiert. Wenn du deinem alten Freund nicht hilfst, wird mir neben dem Meisterbräu auch noch das Geld ausgehen. Das tut mir ja extrem leid für dich. Also, darf ich diesen dämlichen Ausdruck in deinem Gesicht jetzt als Zustimmung verstehen? Er habe dich von deinem verlängerten Rücken, von meinem verlängerten Rücken und erlege das Monster. Ich zahle sogar im Voraus. Du musst um dein Honorar nicht einmal betteln diesmal. Der dreiste Ausbilder. Na, dann machen wir das. Aber beim nächsten Mal. Ich sage an dieser Stelle vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.